So, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, es ist jetzt 11 Uhr, ganz pünktlich. Ich freue mich heute sehr darüber, Eike Mahlstedt als Referenten begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Mahlstedt, schön, dass Sie hier sind. Hallo, herzlich willkommen an alle. Ja, Sie können wie immer Fragen stellen über das kleine Fragenfenster rechts im Bedienpanel. Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß bei unserem Praxisforum zum Thema virtuelle Führung und übergebe auch das Wort schon an Herrn Mahlstedt. Viel Spaß. Frau Bergmann, ganz herzlichen Dank auch für die einleitenden Worte und ja, nochmal herzlich willkommen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ganz kurz zu mir nochmal. Ich bin Trainer, Coach, Berater und auch Interim Manager, dann also im Personalbereich einer Firma kurzfristiger Bedarf sein sollte, stehe ich für solche Projekte zur Verfügung. Und gemeinsam mit meiner Frau betreiben wir beide eben dieses Unternehmen Malsche Training, Coaching, Consulting. Und in dem Zusammenhang, wir haben ein paar Schwerpunkte, neben Workshop-Moderation, Strategie und Teamentwicklung und Coaching, auch Führung und Führungskommunikation. Und da ist auch Führen in und von virtuellen Teams immer ein Thema gewesen. Schon vor Corona, möchte ich mal ausdrücklich sagen. Also virtuelle Teams hat es vorher auch gegeben, und virtuelles Arbeiten. Nicht ganz so in dem Maße und natürlich nicht in dem Umfang und in der Plötzlichkeit, wie das jetzt im 1. April dann gewesen ist. Und wir sind überzeugt, dass dieser Arbeitsmodus auch, ja, Zukunft haben wird. Das ist ja nicht unbedingt immer Homeoffice oder Office, sondern es kann auch mobiles Arbeiten sein in dieser Mischform. Viele reden da inzwischen schon von den Modellen 2-2-1, also 2 Tage Office, 2 Tage Homeoffice und vielleicht ein Tag Reisen, Seminare oder was immer ein betrieblicher Anlass sein kann für unterwegs zu sein. Insofern wird virtuelles Arbeiten in Zukunft sicherlich etwas sein, was gestärkt wird und ein Thema, wo wir uns dementsprechend auch jetzt noch stärker mit auseinandergesetzt haben. Die Situation, in der wir jetzt sind, die ist ja schon eine besondere und die vorherigen virtuellen Teams, das waren alles Freiwillige in der Regel. Die kannten das, waren darauf eingestellt, die Vorgesetzten, wie auch die Mitarbeiter und insofern ging es dann darum, welche Techniken, welche Rahmen braucht ihr. Hier geht es natürlich in der jetzigen Situation auch darum, erstmal zu gucken, tatsächlich, wie geht es den Einzelnen damit in so einer Situation, die ungewohnt ist. Wie ist das überhaupt, wenn man plötzlich ein ganz anderes Arbeitsverhalten, andere Arbeitsweisen und Arbeitsprozesse auch hat und natürlich auch eine andere Kommunikation. Und sowas schürt auch Ängste, aber wenn man sich damit auseinandersetzt und wenn sie auf diese Sorgen, Besorgnisse auch eingehen, dann hat das natürlich auch Chancen, über die ja jetzt auch schon überall diskutiert wird, eben im Sinne von anderer Arbeitsformen. Und dann ist es etwas, was wir vielleicht auch dann in die Zeit danach, die ja irgendwann mal wieder kommen wird, dann auch mitnehmen können. Insofern sind die Themen für heute, und da haben Frau Böckmann und ich besprochen, der Fragenkatalog oder der Frageraum ist offen. Wir werden die Fragen grundsätzlich am Ende des Vortrags besprechen. Ganz dringlich hat Frau Böckmann mir zugesagt, wird sie allerdings dann auch im Vortrag einsprechen, wenn also Verständnisfragen sind. Und Sie sind auch herzlich eingeladen, im Nachhinein auch über Ihre eigenen Erfahrungen dann mit zu diskutieren. Die Themen für heute, über die wir dann auch sprechen können, sind natürlich einerseits, was sind die Besonderheiten in der virtuellen Führung? Was ist da anders? Was ist neu vielleicht auch? Oder was im Vergleich zur bisherigen normalen, gewohnten Arbeit im Office. Dann der Punkt, was sind die Erfolgsfaktoren? Worauf müssen wir also besonders achten, wenn wir virtuelle Führung haben, Teams als Führungskraft, aber auch als Mitarbeiter? Und was müssen Führungskräfte tun, um dann auch weiter wirksam zu bleiben? Weil ja die Kommunikation eine ganz andere ist. Man sieht sich nicht mehr so schnell, so viel mal eben ad hoc, kann auch nicht kurz was abstimmen, sondern plötzlich sind alle in verschiedenen Räumen und die Wirksamkeit als Führungskraft muss ja weiter erhalten bleiben, muss eventuell sogar auch gestärkt werden und auch bestimmte Themen werden in den Vordergrund rücken.
Dann gibt es zwei Erfolgsfaktoren, auf die wir besonders eingehen werden, nämlich Vertrauen und auch Struktur oder Organisationsrahmen und Motivation, und zwar Motivation fürs Team, aber auch für die Einzelnen. Was kann man tun, um die Motivation, die ja auch anderen Nährboden jetzt hat, nicht mehr durch das gemeinsame, mal eben schnell hingehen, anerkennende Worte sprechen, wenn wir auf die Schulter klopfen, sondern was kann jetzt getan werden, um bei den Einzelnen und auch in den schwierigen Arbeitsbedingungen, die es vielleicht zu Hause gibt, dann auch die Motivation aufrechtzuerhalten. Und besonderer Punkt, wir nennen das dann Digitalien sozusagen, die neue Form, Arbeitsform, in denen wir leben, die ist jetzt sehr ad hoc gekommen. Das ist ja aber eine Arbeitsweise, die vielen Studien zufolge schon sonst in 3, 5 oder 7 Jahren ohnehin gekommen wäre. Ganz andere Arbeitsprozesse unter Nutzung der digitalen Möglichkeiten. Was ist bei Kommunikation in Teams, aber auch im Einzelnen, im One-to-One-Gespräch da zu beachten, sodass wir dann gerne auch hinterher diskutieren können, wo geht's hin und was kann man aus der jetzigen Zeit einleitend an die Folie dann auch tatsächlich als Chance begreifen und mitnehmen in die Zukunft. Virtuelle Führung, ja, was macht das herausfordernd? Und da kann jeder sich schon mal dann auch fragen, wie es Ihnen denn so in der jetzigen Situation geht. Was geht besonders gut? Was ist schon Routine geworden? Wo gibt es aber vielleicht auch Punkte, wo Sie sagen, in der jetzigen Führungssituation, das ist doch etwas, wo ich noch nicht ganz mit umzu kann, wie der Bremer sagen würde, oder aber wo ich mich noch nicht ganz so sicher oder zu Hause fühle. Das sind also auch die Herausforderungen, die man da immer noch mal hat. Gerade wenn es denn auch längere Zeiträume sind. Manches kann man ja nach in den ersten 4, 6 Wochen noch zurückstellen, aber irgendwann müssen manche Gespräche dann doch geführt werden und dann vielleicht eben auch virtuell. Und wir können gerne eben auch hinterher nochmal besprechen, ob Sie noch Fragen mitgebracht haben, ob irgendwelche Fragen da sind. Und bei den Fragen ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir immer überlegen, als Führungskräfte, ob virtuelle Teams geführt werden oder tatsächliche Teams tatsächlich, was wie geht's denn eigentlich meinen Mitarbeitern? Was gibt es? Wie funktioniert das? Welche Arbeitsumfelder haben die? Wie geht's ihnen vielleicht gerade in der jetzigen Situation auch persönlich? Und gibt es vielleicht etwas, was Hürden oder was Hindernisse sind, die Sie als Vorgesetzte dann auch den, und ich rede jetzt immer aus der Sicht Führungskräfte für Mitarbeiter, ich unterstelle mal, dass das jetzt dann auch die Mehrheit der Adressaten, also von Ihnen, für Sie dazu trifft. Und also welche Hürden muss ich meinen Mitarbeitern auf den Weg räumen, damit sie auch gut und effizient arbeiten können? Technische, organisatorische, aber vielleicht auch manche emotionalen Themen, die da eine Rolle spielen können und Barrieren bedeuten. Wichtig ist in virtuellen Teams und wie gesagt, vorher auch schon und auch nach so einer Zeit wie der jetzigen auch, welche Regeln brauchen wir denn eigentlich, um effizient und gut arbeiten zu können, um alle den gleichen Informationsstand zu haben und um eventuell auch schnell agieren zu können? Und dementsprechend auch die Frage natürlich, was muss ich tun, damit meine Führungskräfte, meine Mitarbeiter, die plötzlich nicht mehr so ad hoc mal eben sich Unterstützung holen können oder schnell ein Einverständnis zu irgendeiner Situation, tatsächlich ein hohes Maß, das größtmögliche Maß an Autonomie und an Selbststeuerung auch bekommen und auch nutzen können, also dass sie auch die Sicherheit haben, so agieren zu dürfen. Ne, was ist das für eine Aufgabe, wenn die Führungskraft das zu tun und dementsprechend auch zu sehen, in virtuellen Teams sind die Prioritäten, gerade in der jetzigen Zeit, sind die Prioritäten, die vorher wichtig waren, noch die jetzt auch wichtig sind, sind neue hinzugekommen und sich auch damit auseinanderzusetzen und gegebenenfalls auch, da kommen wir dann gleich nochmal zu, auch zu entscheiden. Und wichtig auch gerade in der eingeschränkten Kommunikation, die wir haben in virtuellen Teams, weil es eben nur in Anführungsstrichen über Telefon, idealerweise über Videokonferenz
Konferenzen geht, aber letztlich doch nicht die Kommunikationsmöglichkeit in der Rahmen ist, wie wir es im Face-to-Face haben. Wie delegiere ich jetzt angemessen? Einerseits über das Team mit der Aufgabenverteilung, bin ich da, habe ich weiter den Überblick und weiß, wo welche Belastungen sind, wo vielleicht Überlastungen sind und wo eventuell noch Möglichkeiten sind, auch Aufgaben zuzuordnen. Und im Einzelnen natürlich auch, wie stelle ich sicher, dass die Aufgabe, die ich übertrage als Führungskraft, auch inhaltlich richtig verstanden ist hinsichtlich der Anforderungen an die Aufgabe, aber hinsichtlich auch des erwünschten Ergebnisses und natürlich auch hinsichtlich des Zeitrahmens, der da ist. Also wie stelle ich sicher, dass beim Kollegen oder beim Mitarbeiter auch angekommen ist, was genau die Aufgabe ist. Ja, wenn man in virtuellen Teams oder im Homeoffice arbeitet, was macht das da so herausfordernd? Und da gibt es natürlich einerseits die Interaktion. Plötzlich sieht man sich nicht mehr regelmäßig, trifft sich auch nicht vielleicht nochmal informell irgendwo, geht gemeinsam Mittagessen. Oder vielleicht sogar gemeinsam zur Arbeit oder wieder nach Hause. Die Interaktion ist einfach geringer und sie ist auch reduzierter, weil Telefon alleine im Wesentlichen die Stimme ist. Bei Video sehen Sie zumindest den Oberkörper in der Regel, aber nicht unbedingt den ganzen Menschen, der da agiert. Und viele die Kommunikation damit beeinflussenden Sachen, Mimik, Gestik, sind doch eher zurückgedrängt, auch vielleicht die Beobachtung, wie ein Mitarbeiter gerade ins Büro kommt oder rausgeht in einer guten Laune, in einer guten Stimmung. Solche Kommunikationssignale sind einfach weniger da. Und dementsprechend ist die Kommunikation eben auch etwas unpersönlicher, mehr sachlicher. Ablenkungen sind auch ein Thema im Homeoffice. Plötzlich klopft nochmal jemand an der Tür oder es klingelt oder irgendwas anderes poppt hoch. Man hat noch bestimmte Aufgaben, die auch noch zu Hause gemacht werden müssen. Der Partner ist vielleicht auch im Homeoffice und muss sich manchmal sogar, was wir in vielen Beratungsfällen hatten, auch den Arbeitsplatz teilen oder wenigstens den Arbeitsraum. Und natürlich auch Homeschooling und Ähnliches. Also Ablenkungen sind auch eine Rolle. Wie geht man damit um? Auch als Führungskraft. Und da haben wir ja schon, Frau Böckmann und ich hatten das eingangs auch erörtert, da ist die Toleranz deutlich größer geworden in den letzten Wochen. Und eins muss man natürlich auch sagen, wer zu Hause am Bildschirm sitzt und nicht mal oder wenig aufstehen kann, mal eben rausgehen oder ein informelles Gespräch führen kann, das ist eine andere Form der Anstrengung und Homeoffice-Arbeit ist auch anstrengend. Bis hin zu dem Punkt natürlich auch, dass das Setting von Mitarbeitern sehr unterschiedlich ist. Manche sind in Lebensgemeinschaften oder in Familienleben, manche auch alleine. Und wir hatten einen Beratungsfall, da war eine Mitarbeiterin eben allein in ihrer Wohnung, verließ sie auch nur einmal die Woche zum Einkaufen aus Ängsten eben vor Ansteckungsrisiken und ging höchstens mal auf dem Büro. Sowas kann psychisch natürlich auch jetzt natürlich in den Medien immer schon thematisiert, auch sehr anstrengend. Das sind also ein paar der Herausforderungen fürs Homeoffice. Wichtig für die virtuelle Führung ist weiterhin aber die Sichtbarkeit der Führungskraft. Wie stellen wir als Führungskräfte sicher, dass wir weiterhin wahrgenommen werden von den Kolleginnen und Kollegen, dass wir weiterhin koordinieren, dass wir weiterhin Einfluss nehmen können, aber auch ansprechbar sind für die Bedarfe und Bedürfnisse und Sorgen oder Anleitungen, die da plötzlich oder auch Diskussionen zu bestimmten Themen, die da auftauchen sollen. Und diese Sichtbarkeit ist einerseits in der Präsenz, in der Medienpräsenz wichtig durch regelmäßige Termine, Telefontermine, aber für idealerweise in der Sichtbarkeit eben auch, wo immer es geht, über Videokonferenzen, immer im Versuch auch das Bild zu erzeugen. Die nächste Herausforderung ist, mehr steuernd tätig zu sein, um die Mitarbeiter eben
auch anzuleiten, zu koordinieren. Diejenigen an Führungskräften, die bisher immer das Gefühl hatten, kontrollieren zu müssen und das auch brauchen für ihre eigene persönliche Sicherheit, haben natürlich jetzt deutlich weniger Chancen. Das heißt, sie müssen tatsächlich mehr steuern und sich bewusst sein, dass Kontrollmöglichkeiten geringer sind, wenn sie denn vorher überhaupt auch da waren. Denn jeder weiß, wenn jemand vom Computer konzentriert sitzt, kann es ein Chart sein, also ein Auftrag, eine Unterlage, an der er arbeitet, oder es kann auch ein Videospiel sein, wenn man nicht auf den Bildschirm guckt. Also diese Illusion der Kontrolle, deshalb ist mir das wichtig, die ist natürlich in der virtuellen Arbeit eine ganz andere. Insofern ist die Steuerung und das ja ein Controlling oder ja, Controlling als Führungsaufgabe wichtig, aber Kontrolle eben nicht. Wichtig auch bei Teams, auch wenn sie virtuell sitzen und vor allen Dingen auch natürlich auch selber unter Kollegen nur eingeschränkte Kontakte haben, ist das Schaffen eines Wir-Gefühls. Also wirklich zu gucken, wie begreifen Sie sich weiterhin als Mitglied des Teams in der Kooperation, aber auch in dem, was ein Team ja ausmacht, in der gegenseitigen Unterstützung und auch in der Identität als solches. Insbesondere, wenn es natürlich auch darum geht, Aufgaben gemeinsam zu erledigen und vielleicht auch mal zu feiern. Insofern dieses Wir-Gefühl ist sehr wichtig. Ich komme da gleich zu einem Punkt. Insofern, dass die Leute, die Mitarbeiter das Gefühl haben, auch weiterhin miteinander kommunizieren zu können, auch informell gegebenenfalls. Und da haben Unternehmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, dann eingeführt, dass nachmittags ein Chatraum eröffnet wurde. Und da konnten die Kollegen sich einwählen, ihre Arbeit machen, aber gegebenenfalls auch mal einfach ein kleines Gespräch, wie sonst an der Kaffeemaschine auch führen. Oder aber, dass sie am Abend dann ein Abschlussmeeting gemacht haben, quasi Abendcocktail, oder am Freitagnachmittag einen Wochenrückblick, um dann auch Erfolge einmal das ja, Woche Revue passieren zu lassen, aber auch Erfolge herauszustellen und auch sichtbar zu machen. Sodass und die nächste Aufgabe für Führungskräfte ist dann auch tatsächlich, die Mitarbeiter im Sinne ja auch der Selbststeuerung in ihrer Initiative auch, in Eigeninitiative zu stärken und damit auch das Unternehmertum und unternehmerische Denken auch zu fördern. Und das alles setzt natürlich mal voraus, dass wir Führungskräfte auch unseren eigenen Führungsstil eben überprüfen, reflektieren und überlegen, was ist davon gut, was können wir weiterführen, aber was ist in virtuellen Teams anders. Also dieses ad hoc mal eben zu jemandem hingehen, virtuell nicht möglich. Auch da muss eine Führungskraft sich dann umstellen und sagen, dieser Rahmen erfordert ein anderes Verhalten, regelmäßige, verlässliche Termine zum Beispiel, die dann durchgeführt werden und idealerweise auch vorbereitet und auch stringent und effizient durchgeführt werden. Um wirksam zu bleiben als Führungskraft, müssen wir Vertrauen aufbauen bzw. erhalten. Das Vertrauen, das wir aufgebaut haben, erhalten oder eben weiter ausbauen. Also die Mitarbeiter müssen sich einfach darauf verlassen können, dass Zusagen eingehalten werden, dass sie Unterstützung bekommen, dass wenn Hindernisse auftauchen, dass das, was besprochen wurde, auch tatsächlich gemacht wird. Dann haben Sie auch die Sicherheit und auch die Sicherheit für sich selber zu agieren und auch selbstgesteuerter zu arbeiten. Als Führungskräfte müssen wir, gerade wenn die Prioritäten sich ändern und wir vielleicht auch selber gar nicht abstimmen können mit unseren Vorgesetzten, ob das ja alles gut ist, auch mal selber mutig Prioritäten setzen und eigene Entscheidungen treffen. Mehr vielleicht als vorher, wenn manche informellen Abstimmungskanäle für uns ja auch verschlossen sind. Einfach mal machen, sozusagen. Und eben die Motivation des Teams, aber auch im Einzelgespräch mit den Mitarbeitern aufrechtzuerhalten. Gerade in virtuellen Teams, wo einzelne Mitarbeiter ja auch vorher schon an irgendeinem Ort saßen, Außendienstler als Beispiel oder in größeren Organisationen IT-Mitarbeiter, die in Centers of Expertise dann über Europa verteilt sind, ist es natürlich auch wichtig, die zu motivieren, denn sie sind ja prinzipiell erstmal auf sich alleine gestellt,
Also auch da haben wir unseren Kunden empfohlen, mit jedem Mitarbeiter mindestens 14-tägig, wenn nicht sogar wöchentlich, auch 1-zu-1-Gespräche zu führen. Einfach eine halbe Stunde, um mit dem Mitarbeiter über die eigene Situation vertraulich dann besprechen zu können, zu unterstützen, Mut zu machen und oder eben auch weiter zu motivieren, da wo es auch gut läuft, und auch das anzusprechen, weil Leute im Homeoffice, wie ich ja auch zum Beispiel, auch dann da manchmal sitzen und sagen, Mensch, soziale Kontakte sind ja doch auch noch ganz gut, aber immer nur für mich alleine arbeiten. Ich spare zwar Reisezeiten, aber es ist doch manchmal ein bisschen mühselig. Und diese Kommunikation, auf die müssen Führungskräfte in dem Moment achten. Regelmäßige Meetings. Manche haben mo ein Morgenmeeting anberaumt, sodass auch alle motiviert waren, sich da auch einzulocken, 8:30 Uhr oder was immer eine gute Zeit für den betrieblichen Ablauf ist, wo auch alle die Gelegenheit hatten, dann mal kurz 1, 2 Minuten über ihren Tag, der kommt, dann zu sprechen und gegebenenfalls zu sagen, wo sie nochmal eventuell Unterstützung brauchen. In der informellen Kommunikation haben manche virtuelle Mittagspausen eingeführt, wo, oder eine virtuelle Kaffeepause, sodass sie einfach mal dann auch die Möglichkeit hatten, sich so zu unterhalten. Das Tagesabschlussmeeting als Beispiel schon erwähnt oder eben auch ein Wochenabschlussmeeting und im Einzelnen eben tatsächlich und durchaus Mitarbeiter individuell mindestens 14-tägig. Ansonsten auch durchaus wöchentlich oder vielleicht sogar, glaube ich, bedarf es noch häufiger auch 1-zu-1-Kommunikation. Denn dadurch können Sie eben Vertrauen aufbauen und die Mitarbeiter nehmen das wahr. Da kommen natürlich dann auch Fragen, das darf man auch nicht verhehlen, wie wir als Führungskräfte gerade in solchen Krisensituationen nicht alle beantworten können oder nicht, wo wir auch nicht gleich Lösungen haben. Das hat man als Führungskraft ja ungerne, aber das ist dann eben so. Und insofern darf man auch ruhig mal sagen, dass sie nicht auf alles eine Frage, jede Frage eine Antwort haben, aber sich drum kümmern werden. Diesen informellen Austausch haben wir schon mal besprochen. Da komme ich auch zum Thema Motivation gleich nochmal drauf. Und es ist auch erlaubt, so wie ich das auch schon mal angedeutet habe, angemessen über die eigene Wahrnehmung dieser Herausforderung zu sprechen. Das ist authentisch, ist völlig in Ordnung, wenn Sie mal sagen, Mensch, nur zu Hause ist auch für mich lästig. Das und das fehlt mir. Gerade im Sinne der Motivation kann es helfen, die Aufgaben sichtbar zu machen, unerledigtes oder im Prozess befindliches. Und vor allen Dingen aber auch die Erfolge und das auch entsprechend zu kommunizieren im Team und herauszustellen als motivierendes Erlebnis, Ereignis für die Mitarbeiter. Das Kanban-Board wäre eine Möglichkeit, so etwas virtuell zu tun und das zu machen. Wichtig können da eben auch die Statusberichte sein oder ein Erfolgstagebuch. Und da nicht alles immer fröhlich ist oder erfolgreich, sondern manchmal ja auch unangenehme Aufgaben sind, kann jeder Einzelne für sich, aber Führungskraft oder Mitarbeiter natürlich auch mal sagen, das Unangenehme, the frog, mal als erstes, das schreibe ich mir auf und nach Arbeits in der ersten halben Stunde nach morgendlichem Arbeitsbeginn machen wir das. Die Motivation im Team und bei dem Einzelnen ist sicherlich in virtuellen Teams immer schon das Schwierige gewesen und in diesen Zeiten, die ja nochmal besonders sind, weil sie auch unvorbereitet gekommen sind und nicht jeder gleich die Möglichkeit hatte, sich auch zu Hause den entsprechenden Arbeitsplatz einzurichten, besonders wichtig. Was sicher helfen kann, in dem Moment sind, was wir mit Kunden auch mal erarbeitet haben, neben der gemeinsamen virtuellen Mittagspause, und eben zu sehen, dass wirklich alle möglichst schnell auch technisch und organisatorisch arbeitsfähig sind. Und da ist es schon mal wichtig, auch darauf einzugehen, dass nicht alle die gleiche Kompetenz und auch die Affinität dazu haben, mit technischen Mitteln jetzt plötzlich
virtuell zu arbeiten. Eben das regelmäßige tägliche Morning-Meeting, gerne mit Video. Will ich nicht verhehlen, die Jogginghose-Problematik ist allen gegenwärtig. Oder ich habe kürzlich mit einem gesprochen, der sagte, wenn du jetzt doch mal persönlich vorbeikommen willst und nicht nur telefonisch, dann sag bitte vorher Bescheid, damit ich auch rasiert bin. Also gerne eben tatsächlich wo immer möglich, weil es einfach mehr Kommunikation ermöglicht, mit Video. Gerne eine informelle Kaffeepause, wie auch der Abendrückblick oder eine gemeinsame Wochenrückblick. Wir haben aber auch mit Kunden auch gemeinsame bewegte Pausen zum Beispiel. Denn natürlich ist das auch körperlich eine etwas einseitige Haltung und da Therabänder oder Tennisbälle eignen sich, um auch mal eine kleine gemeinsame bewegte Pause zu machen. Die Teams organisieren sich da selber und haben da tolle Ideen, wie sie da dieses gemeinsame Gefühl auch dann erzeugen können und dadurch auch alle mit reinbringen. Und alle mit reinbringen ist ein wichtiger Punkt, denn als Führungskraft müssen wir auch immer darauf achten, die ruhigeren oder etwas zurückhaltenderen Kolleginnen und Kollegen nicht zu vergessen und eben auch mit einzubeziehen, aktiv einzubeziehen und gegebenenfalls auch mal direkt anzusprechen. Und wie gesagt, eine Möglichkeit, da wo technisch denkbar, einfach mal für 2 Stunden einen virtuellen Arbeitsraum eröffnen, wo alle, die wollen, sich einloggen können, ohne aber nicht normal weiterzuarbeiten, aber dann haben sie mal die Gelegenheit für ein Gespräch. Wichtig bei diesen Sachen, es gibt sicher nicht das Beispiel, was jetzt einmal da ist und immer erfolgreich ist. Einfach mal ausprobieren, machen. Und wenn es gut ist, ist es gut. Und wenn irgendwann die Leute sagen, das wollen wir jetzt nicht mehr, dann ist es auch in Ordnung. Und dann finden sie was wichtig anderes. Wichtig ist, die Regelhaftigkeit auf jeden Fall damit einzubauen. Und das ist jetzt das Thema Kommunikation dann auch in Digitalien. Wir haben ja 2 Arten der Kommunikation. Einmal die Konferenzen und zum anderen die Einzelgespräche. Wichtig ist in allen Bereichen, sie tatsächlich auch vorzubereiten und auch stringent zu führen. Moderation von Meetings, Vorbereiten, Tagesordnungspunkte, Pünktlichkeit, Regelmäßigkeit, denn das ist die Verlässlichkeit, die die Leute auch brauchen. Sonst nehmen sie sich was anderes vor und plötzlich sind dann diese Team-Meetings nicht mehr richtig besucht oder nicht mehr richtig belegt. Wichtig da ist auch offene und transparente Information, sodass alle das Gefühl haben, auch wirklich informiert zu sein und die sonst manchmal ja auch übliche 1-zu-1-Informationen tatsächlich zu unterlassen. Positiv und wertschätzend in den in den Meetings zu sein, kritisches außen vor lassen und one-to-one im Telefon oder in der Videokonferenz besprechen. Oder wenn wir mal sagen, es ist ja nicht nur entweder Office oder Homeoffice, sondern auch mobiles Arbeiten und man sieht sich doch mal dann eben in der typischen Bürosituation. Die Transparenz und Einbeziehung aller ist in dem Falle tatsächlich wichtig. Und natürlich auch das Emotionale zu berücksichtigen. Die Empathie ist der Vorgesetzten ist in virtuellen Teams sicher deutlich viel stärker gefordert, weil sie aktiver nachfragen müssen, aber tatsächlich auch aktiver auf die Mitarbeiter zugehen müssen, als wenn man im Büro dann letztlich das ja doch mal wahrnimmt oder vielleicht auch von Kollegen auch erzählt bekommt, wo möglicherweise ein Kollege, ein Mitarbeiter auch mal ein Problem hat, was außerhalb des Berufs ist, aber natürlich damit einfließt. Auch die Ergebnisse der Team-Meetings tatsächlich auch zu dokumentieren, sodass auch die Transparenz für alle da ist und auch die Verlässlichkeit und auch die Verbindlichkeit. Meeting Minutes, also Protokolle, sind wichtiger als sonst. Die Kommunikation hier ist hilfreich vorzubereiten, ob in Meetings oder auch im Einzelgespräch sich tatsächlich zu überlegen, was will ich transportieren, ist die Botschaft, was ist der Appell oder was ist die Information, die ich vermitteln möchte.
was sind die Fakten dabei? Eine gute Strukturvorgabe ist immer noch das bewährte Modell von Professor Schulz von Thun, eben das Vier-Ohren-Modell oder die vier Seiten einer Botschaft. Das aktive Zuhören ist tatsächlich wichtiger, weil eben wir ja nur ein bisschen eingeschränktes Bild und Telefon haben. Also tatsächlich zu fragen oder zu paraphrasieren, nochmal, habe ich das richtig verstanden? Zum Beispiel, oder aber ich fasse das nochmal mit meinen Worten zusammen und auch tatsächlich nachzufragen. Bei Gesprächen und bei Diskussionen ist es dann auch hilfreich, tatsächlich mal Pausen zuzulassen und auszuhalten. Denn jeder braucht auch mal eine Zeit zur Überlegung, bevor er was sagt oder sie was sagt. Und insofern Fragetechniken ja, aber nicht gleich Antworten erwarten, sondern auch tatsächlich zugestehen, dass Mitarbeiter mal eine Pause machen und drüber nachdenken, bevor sie was sagen und dann ihnen auch tatsächlich diese Zeit dafür zu geben. Viele Unternehmen gehen jetzt, weil wir ja schon 4, 6 Monate, je nachdem, wie man rechnet, aber seit Anfang März, also in der jetzigen Situation sind, tatsächlich auch dazu über, die Mitarbeiter- und Fördergespräche auch virtuell führen zu lassen. Auch da ist wieder tatsächlich die Vorbereitung, die Struktur und das Einhalten dieser Struktur auch wichtig. Und es ist auch wichtig und jetzt auch nach dieser langen Zeit nicht mehr aufschiebbar, tatsächlich auch Kritisches anzusprechen. Unternehmen, mit denen wir im April zu tun beraten hatten, die haben häufig noch gesagt, das hebe ich mir mal auf, wenn wir alle wieder im Büro sind. Inzwischen haben wir Juni beziehungsweise August, war eben gerade bei dem einen Beispiel noch im Juni. Und da kann man nur sagen, Kritisches muss angesprochen werden, dann auch, wenn es gut vorbereitet ist, wenn Sie wissen, wie Sie Beziehungsebene, das gute Gesprächsklima erreichen, dann und dass sich darauf vorbereitet haben, dann kann das auch genauso gut am Telefon oder nicht genauso gut, aber kann es auf jeden Fall auch und darf es auch und muss es auch am Telefon oder in einer Videokonferenz gemacht werden. Und beim aktiven Zuhören, was ja in dieser Situation dann eine ganz besondere Bedeutung auch hat, einfach nochmal die wesentliche Elemente da auch. Das ist tatsächlich die offene, positive und wertschätzende Grundhaltung, die wir als Führungskräfte den Mitarbeitern gegenüberbringen. Und ein authentisches und auch wir selber auftreten. So. Und immer auch die Akzeptanz des anderen und auch die Akzeptanz für eine andere Sichtweise, die durchaus geäußert werden kann und ja auch geäußert werden muss. Wenn wir das insgesamt angucken, dann kann ich Ihnen nur mitgeben, jetzt entweder für die Diskussion nachher oder aber auch für Ihre eigenen Überlegungen, dass Sie tatsächlich sagen, was nehmen Sie hier jetzt mit? Wir sind ja schon seit geraumer Zeit in einer Zwangsvirtualisierung, so würde ich das fast mal nennen. Insofern ist es nicht mehr alles ganz neu, wie vielleicht noch am Ende März, Anfang April. Viele Sachen haben Sie schon erfolgreich ausprobieren können und auch schon eingeführt. Und da haben wir jetzt auch alle ein bisschen Routine bekommen. Gleichwohl, es gibt natürlich durchaus, was man auch vielleicht aus dieser Zeit für später mitnehmen möchte und beibehalten möchte. Vielleicht eben auch tatsächlich die Möglichkeit des mobileren Arbeitens und damit eben auch die Erforderlichkeit, virtuelle Teams auch tatsächlich so zu organisieren, dass alle, ob sie dann im Office sind oder eben unterwegs oder zu Hause, auch entsprechend Teammitglieder sind, dass die Informationen auch so fließen, auch jetzt zwischen den manchmal ja eingeführten A- und B-Teams, wo also wochenweise ein Wechsel da war oder vielleicht halbwochenweise. Und wenn Sie das umsetzen wollen, natürlich auch rechtzeitig und frühzeitig zu überlegen, was kann es noch für jetzt nach dieser Zeit dann für Hindernisse geben, manchmal dann auch vielleicht eher unternehmenskulturelle oder gesetzliche, mit denen man dann gegebenenfalls umgehen können muss. Ja, soweit zu mir. Zu diesen Themen. Es gibt ein Video, das werde ich Ihnen jetzt nicht zeigen, aber ich kann es Ihnen nahelegen. Hier zeigen wir nämlich ein Video in der
Unterlage, die Sie bekommen, ist der Link aufgezeichnet. Gucken Sie das gerne mal an, wie virtuelle Meetings, hier ist es dann gespielt, geführt werden. Und dazu aber noch auch zwei weitere YouTube-Empfehlungen, die ich Ihnen da ans Herz legen möchte. Gucken Sie sich das gerne mal an. Es gibt auch auf N3 noch eins zu arbeiten im Homeoffice oder virtuellen Teams. Vielleicht ist das in der Mediathek noch abrufbar, war aus dem Anfang April sehr amüsant und sehr hilfreich auch, um zu sehen, was kann alles passieren. Wer mehr auch darüber wissen möchte, kann gerne bei uns auf die Homepage auch gehen und ich habe auch meine E-Mail-Adresse drin. Wenn wir haben Newsletter, in dem wir regelmäßig über Trends, Tendenzen oder aber auch Inhalte zu bestimmten Themen informieren. Und wenn Sie mir eine Mail schicken, dann nehmen wir Sie gerne auf die Verteilerliste mit drauf. Und ansonsten danke ich Ihnen fürs Zuhören. Zu sehen, sofern Sie mich sehen konnten, und freue mich jetzt auf Fragen, auf Diskussionen, übergebe deshalb auch gerne an Frau Böckmann. Ja, vielen Dank schon mal, Herr Mahlstedt, für das wirklich interessante Webinar. Bisher haben wir noch keine Fragen, lediglich eine Anmerkung, möchte ich es mal nennen, und zwar zu der Idee der virtuellen Kaffee- und Mittagspause. Dass eine unserer Mitglieder sagt, dass ihrer Erfahrung nach nach einer Weile die Teilnahme abnimmt, weil dies ein zusätzliches Format vor dem Rechner ist und die digitale Zeit einfach überfordert mit der Zeit, weil man einfach irgendwann weg vom Bildschirm will, was wir vermutlich alle gut verstehen können. Ja, das kann ich auch verstehen. Das war, wie gesagt, das ist etwas ausprobieren, gucken und wenn es irgendwann nicht mehr angenommen wird, dann ist es auch gut so. Aber dann war es für die Anfangszeit auf jeden Fall schon mal hilfreich. Und verabreden mit einzelnen Kollegen kann auch helfen, aber es ist nachvollziehbar, zumal wir ja jetzt in einer Zeit auch der Lockerung wieder sind, wo ja inzwischen doch andere Kontakte auch wieder möglich sind und auch zu Kollegen. Völlig richtig. Dann sage ich nochmal Danke und bis bald.